Hallo Internet, das ist Selma vom Binoki Verlag. Hi, und das ist Bastian von Media Residence. Genau, wir moderieren für euch 5.3. Den Literaturpodcast. Hashtag Vielfalt durchlesen. Was steckt dahinter? Mein Thema ist Literatur, meine Leidenschaft der Verlag und Wörter können so mächtig sein. Unser Thema als Projekt von Gesicht zeigen ist die weltoffene Gesellschaft hier in Deutschland und unser Weg dafür ist die Zusammenarbeit mit Medienschaffenden und die Produktion von Medien aus aller Welt. Und konfrontiert mit dem Hass auf Andersaussehende und Andersdenkende habe ich die bunteste Literaturliste Deutschlands ins Leben gerufen unter dem Hashtag Vielfalt durchlesen und mehr Infos auf www.vielfaltdurchlesen.de. Und wir, konfrontiert mit dem Hass auf Andersdenkende und Andersaussehende, nicht nur im Internet, haben gesagt, wir nutzen den 70. Geburtstag des Grundgesetzes, um die Grundrechte eines jeden Einzelnen zu feiern, zu würdigen und zu vermitteln. Und das könnte man doch in unterschiedlichen Formaten tun. Grundgesetz. Welches denn? Artikel 5 Absatz 3, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Und das macht Sinn, dann darüber einen Podcast. Auf jeden Fall. Nur wir beide? Nur wir beide, nicht nur. Mit Kuratorinnen aus der Literaturliste, zum Beispiel Faida Attermann, Sascha Mariana Salzmann und Christiane Frohmann. Und du hast doch selber auch ein Buch vorgeschlagen in dieser Literaturliste von Mohamed Amjahid. Richtig. Journalist der Zeit. Zeit, genau. Unterweisen, was es heißt, privilegiert zu sein. Und warum Mohamed? Es hat mich inspiriert überhaupt zu dieser Liste. So, es geht nämlich um Alltagsrassismus und wir verharmlosen dieses Thema eigentlich schon ganz schön. Deswegen wollte ich da mal ein bisschen aufmerksam machen drauf. Okay, dann haben wir sozusagen eine Ketteninspiration Mohamed Amjahid über die Literaturliste hin zu einem Video-Audio-Format. Und wir sprechen mit Mohamed Amjahid in der ersten Folge in 5.3. Vielfalt durchlesen. Der Literaturpodcast. Bis dahin.